der Ruhe kommt man noch einmal so weit. Bitte zahlen, zahlen! Ja, aber meine Herrschaft nur immer friedlich. Das Weiße Rössel hat ja eine schier unglaubliche Geschichte hinter sich. Das entstand in den 30er Jahren für den Berliner Unterhaltungsbetrieb. Es war ein wahnsinniger Erfolg. Es wurde, glaube ich, 150, 200 Mal, ich weiß nicht wie oft, gespielt in einem Theater, was 7000 Plätze hat. Gab 700 Mitwirkende. Es dürfte einer der großen Erfolge gewesen sein, die es in der damaligen Zeit gab. Das Stück wurde dann, fiel in Ungnade bei den Nazis und wurde sozusagen als silberne Operette diskreditiert, im Unterschied zu den goldenen Operetten, die spielenswert waren, also silbern im Sinne von minderwertig. Und nun passierte in der Nachkriegszeit Folgendes: Das Stück wurde wieder aufgegriffen, aber man hat massiv eingegriffen in die Instrumentierung, in die Fassung. Eine Fülle von Nummern verschwanden und die Fassung wurde streicherseliger, wurde geglättet. Das alles war gar nicht transparent. Mit diesem Stück haben wir jetzt die letzten Jahre gelebt. Und erst seit der legendären Aufführung in Berlin im Spiegelzelt 1994 ist dieser Revue, dieser schräge, dieser schrille Anteil dieses Projekts überhaupt erst wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung gerutscht. Das hat dann ergeben, dass weiter recherchiert wurde und endlich vor 3 Jahren die Urfassung aus den 30er Jahren rekonstruiert wurde. Der Zuschauer kann sich also auf 2 Sachen freuen. Er sieht einmal die Geschichte vom Weißen Rössel, die er kennt, die wir ihm auch so erzählen. Die wird groß erzählt mit vielen Schauspielern, mit vielen Gästen, mit vielen Sängern aus dem Opernensemble, mit Ballett, mit Chor, mit einem Riesenorchester, in dem Saxophone Platz nehmen und ein Banjo und Klavier und eine Zither. Und also er sieht das Stück quasi, wie er es kennt, auf der einen Seite. Und er sieht auf der zweiten Seite eigentlich die frechere, die mutigere, die sprickelndere Fassung in der Orchestrierung und in der Stückfassung.